Das ist das Paket von City Optik House, das ich bekommen habe. Und wenn wir da reinschauen. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, schaut mal, was ich da Nices trage, das neueste Piece aus der Kollektion, hier auch schon an. Und wer es im Genauen sehen möchte, kann natürlich auf Instagram gehen und den letzten Post ansehen. Da sieht man das ganze Bild nochmal in Action mit einem nicen Fit, also schaut vorbei. Freunde, wir haben heute ein Unboxing vor, wir haben einige Dinge bestellt, wer sich erinnern kann, letzte Woche auch einiges von Gallery Department. Ist aber auch eine Gucci-Brille gekommen, die werden wir heute unboxen. Ganz kurze Information noch, aktuell läuft ein Gewinnspiel. Ich verlose einmal die komplette Kollektion von M&M. Alles, was ihr tun müsst, ist unten in der Infobox auf mamvienna.com gehen und euch in die Mailingliste eintragen. Das ist alles, was ihr tun müsst. Aber nicht mit mehreren Mails eintragen. Wir überprüfen die Mails, ob die alle aktiv sind. Also mehrfach Anmeldung lohnt sich nicht, denn wir löschen dann die Mail raus. Freunde, da unbedingt dabei sein. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Wir schauen direkt. Übrigens, 2. April der Drop. Wir haben verschieben müssen. Ja, kann passieren, Freunde. 2. April, 19 Uhr der offizielle Drop, damit ich das jetzt noch untergebracht habe. Freunde, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger rum. Wir starten direkt mit dem Unboxing. Here we go. Beginnen wir mit dem Rare Fashion. Wir beginnen mit dem Rare Fashion Paket. Also, ihr habt das YouTube-Video gesehen. Wir haben sehr viele Dinge bei Rare Fashion bestellt. Hauptsächlich Gallery Department. Was ich weiß, ist ein Hoodie nicht gekommen. Das ging sich zeitlich nicht aus. Beziehungsweise, ich habe die falsche Größe bestellt. Und die neue Größe müsste man extra aus England holen. Und das hat irgendwie alles gedauert. Und inzwischen hat mir irgendwas anderes gut gefallen und wahrscheinlich werde ich so einen Switch machen. Ah, Palm Angels macht krasse Sachen, aber mehr sage ich noch nicht dazu. Und Philipp hat gemeint, ich bin so ein Glückspilz, weil irgendwas ist mit dem Sweater los und ich soll den unbedingt umdrehen und irgendwas geht da ab und ich habe so ein Glück, bla bla. I don't know. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe die Pakete noch nicht ausgepackt. Die stehen hier. Das sind die Dinge. Ich muss mir natürlich gut platzieren, damit ich ein nices Thumbnail habe. Das sind die Dinge, das heißt, wir haben nicht nur, ja, ihr braucht gar nicht sagen, Adresse geleakt, ich habe alles abgeklebt. Da ist das Rare Fashion Paket und das ist ein Paket von City Optik House. Da habe ich auch was am Start. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Rare Fashion Paket und ich bin sehr gespannt. Wir haben eine Hose bestellt, einen Sweater und ein Shirt. Haben wir noch irgendwas? I don't know. Wir schauen einfach mal rein, Leute. Keinen Plan. Ich hoffe, dass die Hose passt. Ich habe sie eigentlich in 33 bestellt, somit sollte sie passen. Alles gut. Aber we'll see. Machen wir da mal auf. Da steht seit einer Woche da. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ah, ich sehe schon, Freunde. Ein Seidenpapier. Und das Erste, was uns... Also alles in einem. Okay, das Erste, was uns anlacht, ist dieses Gallery Department Kindergarten-Shirt, das sehr viele von euch absolut kacke finden. Und was ich nicht wusste, da bin ich jetzt sehr überrascht, ist, dass der Kragen... distressed ist. Seht ihr das? Das ist so leicht abgenutzt. Also, ich bin gespannt. Es schaut schon sehr bunt aus, oder? Okay, wir probieren das jetzt einfach mal an. Es ist eine Größe L. So sieht das Ganze aus. Also, es hat so ein bisschen eine Holy Festival-Waschung. Wirklich wie so ein Kindergartenprojekt eigentlich. Also, als wäre die gelbe und die blaue Gruppe zusammengekommen und hätten sich zur Wiedervereinigung nach einem großen Spielplatzstreit da mit einem Projekt wieder vereinigt. So, in die Richtung sieht es aus. Bezahlt habe ich dafür, ich glaube 200 Euro oder so. Wir werden das jetzt einfach mal anprobieren. Es ist eine Größe L, sollte eigentlich passen. Ich mache mal die Kamera ein bisschen höher. Was habe ich da für ein wildes Shirt an? Was ist das für eine Marke? 2. April, 19 Uhr. Ja, ich merke gleich mal vom Fit. Ja, vom Fit geht's voll klar. Fit ist absolut in Ordnung, die Ärmel sind nice. Kann man machen eigentlich. Hinten dann nochmal Gallery Department Aufschrift. Es ist halt sehr bunt. Es ist halt sehr bunt. Chat, was meinst ihr? Wo kann man das weiße T-Shirt kaufen? Auf M&M Vienna, Bro. Bisschen sehr lang, aber sieht das, oder sieht das nur so aus? Na, das schaut nur so aus, Bro. Ich finde es vom Fit her voll in Ordnung. Es ist halt für den Frühling, für den Sommer wirklich was Helles, was Farbiges. Schmutz, 2 von 10. Wie viel von 10, Freunde? Trash, ranzige Ärmel. Ja, sind auch da distressed. Im Sommer, im Frühling sehr bunt, kann man das schon mal bringen. Ich finde, das geht schon. Aber von der Qualität her, vom Feeling her, ziemlich ekelhaft. So rau, es fühlt sich an wie so ein Handtuch, was schon 10 Mal oder 10 Jahre gewaschen wurde. Mir kommt so vor, als
boah, weiß ich nicht, fühlt sich nicht gut auf der Haut an. Richtig ekelhafter Stoff eigentlich. Was ist das für ein Stoff? Boah, ich will es wieder ausziehen. Also vom Feeling her ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Aber vom Fit her passt. Einfach 200 Euro Shirt, was sich ekelhaft anfühlt. Aber okay, wir probieren das nächste, wir haben uns das nächste Ding an. Also Fit ist wie gesagt okay, aber vom Feeling her kann ich das wirklich nicht empfehlen. Das ist echt, also sowas habe ich noch nicht gehabt. Wenn ich da aus China irgendwas bestelle, ist das besser. Ohne Spaß jetzt. Gut, Freunde, wir schauen weiter. Hoffentlich ist der Sweater und die Hose besser. Wir haben jetzt mal... Oh, die Hose ist aber nice. Das ist die Cargo Pants. Die fühlt sich vom Stoff her gleich viel besser an. Wir haben hier die klassischen Gallery Department Kleckse. Ich sehe auch, das ist so ein bisschen ausgebleicht. Also nicht so schlecht. Wir haben hier dann nochmal wirklich sehr, sehr viele Kleckse am Start. Da steht nochmal Gallery Department. Und so vom Feeling her, mit diesem Stoff finde ich eigentlich... ganz, ganz nice. So. Von der Breite her könnte es auch passen. Ich sehe gerade, ich kann auf der Seite hier nochmal die Größe verstellen. Es ist halt, dadurch, dass nicht von Gallery Department gemacht ist, sondern dass die einfach eine Carhartt-Hose hergenommen haben, ist halt klassische Carhartt-Qualität. Weil, ganz ehrlich, wenn die was selber machen, so wie das Shirt, kommt man das kalte Kotzen. Es ist wirklich so schlimm. Ich übertreibe nicht. Ich probiere die Hose jetzt mal an. Schau mal, wie die vom Fit her ist. So, tausch mal eine Camo Cargo gegen eine Camo Cargo. Sitzt perfekt. Absolut. Also die sitzt richtig gut. Fit ist Bombe. Auch vom Bund her passt sie perfekt. So sieht die Hose aus. Die ist krass. Die ist nice. Die ist richtig nice. Die geht auf alle Fälle fit, Leute. Ohne Spaß. Die ist richtig nice. Sehr, sehr geil. Top, 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 top. Was meint ihr, Chat? 10 von 10. Nice. Nice Hose, definitiv. Monte wird sagen, verliebt. Mit was willst du die rocken? Da geht alles dazu. Camouflage ist für mich so wie Jeans. Das geht überall dazu. Wirklich, wirklich nice. Top, 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 top. Gut, also mit der kannst du echt nichts falsch machen. Camo beste. 9 von 10. Ja, ich bin auch begeistert. Nur 200 Euro teurer wie Carhartt. Ja, wenn du den Retail-Preis bekommst. Ich habe 790 Euro für die Hose bezahlt. Also, pff. Schon ziemlich teuer. Preis-Leistung, aber so sehen wir, ja, eh klar. Carhartt-Hose für 790 Euro, was brauchen wir reden, Leute. Aber ich finde die Hose richtig nice. Also, Fit ist Bombe. Ich freue mich schon, wenn ich das fürs erste Instagram-Bild kombinieren kann. Gut, Leute, wir schauen zum letzten Piece. Das Überraschungspiece. Vermutlich wurde es deswegen auch ganz unten eingepackt. Wir haben uns hier einen Gallery Department Sweater geholt. In einem Gelb, in der... Das ist so dünn wie meine... Das ist so dick wie meine M&M-Shirts, ich schwöre. Und auch der Stoff, wenn ich den so anfühle, das ist kein Sweater, das ist ein Longsleeve. Okay. Ja. Na, Geruch ist in Ordnung. Hinten steht Department de la Galerie. Vorne steht nochmal Department de la Galerie. Und angeblich soll irgendwas Krasses sein, wenn ich den Hoodie umdrehe. Also, I don't know, Leute. Wir schauen uns einfach mal. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Oha. Seht ihr das? Art that kills. Bedeutet das, dass man den als Wendesweater tragen kann? Das heißt, wenn ich den umdrehe, könnte ich den auch so tragen. Also vorne Art that kills und hinten hätte ich halt dann nochmal so das Etikett. Kann man eigentlich machen, oder? Ich probiere den mal an. Ja, der Philipp war extrem hyped, wo er mir erzählt hat, dass das so nice ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich den umdrehe. Ich habe den Off-White Hoodie auch nie umgedreht, obwohl das ein Wendehoodie ist. Wir probieren es einfach mal aus. So, ich werde das Ding jetzt mal anprobieren, Leute. Ich weiß jetzt schon, dass ich die ganzen Fusseln dann am Shirt haben werde. Riecht auch wie so altes Bundesheerzeug. So. Ja, aber Fit ist gut. Fit ist gut. Ah, der Kragen, wie weit ist der? Kragen ist irgendwie kacke. So ein bisschen kacke. Aber Fit ist in Ordnung eigentlich. Kann man mal machen. Hätte ich jetzt nicht holen müssen, aber kann man machen. Was ist mit dem Kragen los? Ja, ist in Ordnung, oder? 450 Euro habe ich bezahlt dafür. Ja. Okay. Hätten wir das Ding auch, oder? I don't know, Leute. Baba Gildan Sweater ist so. Es ist halt Gildan. Wir brauchen nicht reden. I don't know. 4 von 10, 8,5 von 10, 5 von 10. Wenigstens mal was Buntes. Ja, safe. Das kann man schon sagen. Aber habe ich jetzt die Fäden drauf? Nein, habe ich nicht. Aber I don't know. Die Hose ist das Niceste von allen Sachen. Das kann man mit Abstand sagen. Also Hose ist das Beste. Einfach nur für den Aufdruck bezahlt. Leute, das war uns aber im Vorhinein klar. Wenn ihr relativ viele Marken habt und irgendwie schon so einen Sammlerinstinkt aufbaut, dann war das irgendwie auch so ein Ding. Das muss man im Kleiderschrank haben. So war das bei mir einfach. I don't know. Aber wir müssen jetzt noch ein Ding auspacken. Das ist das Paket von City Optik House, das ich bekommen habe. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal rein, was da drinnen ist, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschicken. Ah, das geht so. Geht nach oben auf. Das ist das Paket. Oha, ein Brief von City Optik House. Wir sind mehr als nur ein Shop und du bist für uns mehr als nur ein Kunde. Herzlich willkommen in der City Optik House Family. Dankeschön. Freut mich. Freue mich, dabei zu sein.
ein gutes Gefühl im Club zu sein. Wir haben jetzt nochmal hier ein Seidenpapier und dazu nochmal einen City Optik House Sticker, den wir jetzt natürlich vorsichtig ablösen werden. So, dann haben wir hier City Optik House Pflegehinweis. Ein Kugelschreiber haben wir auch noch am Start, Freunde, von City Optik House. Nice! Also was man da alles dazu bekommt. Und hier haben wir dann ein Gucci-Etui. In Seide nochmal verpackt. Und wenn wir das aufmachen mit dieser Schleife. Oh, in Gelb, Leute. Ist auch innen nochmal gelb in diesem Etui. Okay, lauern, dass ich es aufkriege. So, das ist das Gucci-Etui. Und wenn wir da reinschauen. Was? Was ist das für ein Joke? Ach so! Die Brille habe ich ja schon des Öfteren aufgesetzt und ich habe nur das Etui nachgeschickt bekommen. Was ist das einfach für eine Gemeinheit? Was ich für einen Tamtam drum mache, dass ich das auspacke, in Wirklichkeit ist die Gucci-Brille, die ich mir schon vor 2 Wochen gekauft habe. Ja, ich weiß, Freunde, aber ich habe sie noch nicht offiziell unboxed und somit habe ich das hier nachgeholt. Das ist die Gucci-Brille, Freunde. Absolut nices Ding. Was ich weiß, wird die so nicht mehr produziert. Das heißt, wer die nachkaufen möchte, geht leider nicht mehr. Ich feiere die des Todes. Ich musste das einfach nachholen, dieses Unboxing. Aber die fühle ich des Todes. Absolut nice Brille. Sehr, sehr geil. Danke an das City Optik House. Sehr geiles Ding. Werden wir gleich mal da behalten, Freunde. Und damit sind wir schon am Ende vom Unboxing. Ein Ding kommt noch von Palm Angels. Und das werden wir dann irgendwann nochmal unboxen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Ding ihr ganz katastrophal findet und welches ihr euch selber auch gern geholt hättet. Ich finde, die Hose ist ganz nice. Also die fittet eigentlich perfekt. Aber das Shirt, pff. Gut, Freunde, nicht vergessen, 2. April der offizielle Release. Tragt euch unten, erster Link in der Infobox in die Mailingliste ein. Ich verlinke euch noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gut gefallen hat und seid dabei am Freitag, wenn es wieder eine Reaction von mir gibt. Vielen lieben Dank für die vielen Geburtstagsglückwünsche. Ich habe mich sehr gefreut. Das war's von mir, euer Maximilian.